Hallo zusammen, ich grüße euch aus dem Elbsandsteingebirge. Doch bevor ich auf die heutige Tour eingehe, möchte ich mal was zum Termin von dem Wanderwochenende im nächsten Jahr sagen. Ich habe mir jetzt ausgedacht, dass vielleicht das Wochenende 2. oder 3. Mai eine gute Sache wäre. Der Freitag vorher ist der 1. Mai, also Feiertag. Könnte man entspannt anreisen. Ja. Ihr könnt mir ja wieder schreiben, ob das für euch okay ist. Also ich bin da nie jetzt hundertprozentig festgenagelt auf das Wochenende, aber mal so als Vorschlag. So, jetzt zur heutigen Tour. Die basiert auf dem Vorschlag von Chris, der gesagt hat, hier, warum läufst du nicht mehr zum Kralov Mlyn? Das ist ein kleiner Teich auf der tschechischen Seite, nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen Platz in der Nähe vom Fichtelberg, da auf der tschechischen Seite natürlich. Ich bin hier an Rosis Hütte gestartet. Mein Weg hat sich dann als nicht ganz optimal herausgestellt. Ich werde euch auf der Grafik jetzt mal zeigen, wie ich gelaufen bin, in Orange, und was mein Vorschlag wäre, dann als grüne Linie. Ich habe heute mehrmals während der Tour Phasen gehabt, wo ich kurzzeitig die Orientierung verloren habe. Auch sowas gibt es manchmal. Da, wenn man da vorher so auf die Karte guckt, ist eben da gleich klar, das wird jetzt nicht so eine typische Elbsandsteingebirge-Tour. Also wenig weite Aussichten und auch wenig Sandstein zu sehen. Also eine klassische Waldrunde, sage ich mal. Hat den Vorteil, man kann sich auf die kleinen Dinge links und rechts vom Weg konzentrieren. Und dafür ist ja der Herbst gerade gut. Also im Moment ist ja mit Pilzen der Wald wie gesät. Insofern gibt es da immer was zu gucken. Und ja, das soll es eigentlich schon im Vorfeld zur Tour gewesen sein. Viel Spaß beim Zusehen und los geht's. Das Licht der Morgensonne lässt die Herbstfarben besonders schön zur Geltung kommen. Das erste Stück gehe ich auf dem Sommerhügelweg.
Am Waldboden sehe ich viele mir unbekannte Pilze, neben Klassikern wie dem Steinpilz. Dem Maronenröhrling. Und natürlich dem Fliegenpilz. Über den Heringsbachflügel klang ich hinunter zum Fuchsbachweg. Mit dem Fuchsteich erreiche ich dann mein erstes Tagesziel. Einen kleinen Pfad geht es dann weiter Richtung Christinenradeck. Die Grenzmarkierung hat auch schon bessere Zeiten erlebt. Der grünblättrige Schwefelkopf wächst hier auf altem Birkenholz, ist aber allgemein nicht sonderlich wählerisch mit dem Substrat. Wegen des häufigen Anblicks dieser Gesellen könnte man die Wanderung auch die Fliegenpilzrunde nennen. So, da wäre ich also angekommen an der Kralow Mühle, Königsmühle.
nach knapp 14 Kilometern. Die Orientierung bisher war dann doch nicht ganz so schlimm, weil es gibt halt nur relativ große Forstwege und nicht viele andere Wege, also ganz verlaufen kann man nicht. Jetzt bin ich froh, dass ich hier bin. Danach geht es dann weiter Richtung Taubenteich. Aber jetzt ist es mal ein bisschen ausgeholt. Erstmalig wurde die Mühle um 1577 erwähnt und wurde als Sägewerk errichtet. Ab Ende des 19. Jahrhunderts wurde anstelle des Sägewerks dann hier ein Gasthaus betrieben. In den 1960er Jahren wurden dann die Reste zur Baustoffgewinnung abgetragen. Die Königsmühle verschwand endgültig von der Bildfläche. Hier bin ich jetzt gerade wieder auf den Forststeig gestoßen. Auf dem hier den Grenzverlauf folgenden Forststeig gelange ich zum Taubenteich. Auf dem dort sehr schön angelegten Übernachtungsplatz lege ich eine kleine Pause an. Nach dem Taubenteich nehme ich den mit dem dunkelgrünen Strich markierten Wanderweg, welcher um den Hühnerberg herumführt. Auf dem Matthäusweg geht es nun wieder hinauf zum Ausgangspunkt der Tour.
Wettern auch nicht grandios und unterwegs kommst du immer wieder viel zu sehen. Ich selber hatte heute rein orientierungstechnisch nie den besten Tag. Mich ein paar Mal gut verfranst. Aber doch immer wieder, wenn es dann drauf ankam, hat der innere Kompass gestimmt. Ein Manko hat die Strecke, also für mich jetzt, so wie ich sie heute gelaufen bin, ist doch relativ viel asphaltierte Strecke. Das ist eine Sache, die ich nicht ganz so mag. Das Stickelforststeig, es hat Spaß gemacht auf der Grenze lang. Das war gut. Und sag mal, am Ende kann man die Tour wirklich, die drei Teiche Tour nennen. Fuchsteich, dann Kralowi-Windmühlen und der Taubenteich. Das ist schon eine schöne Runde, die man sicher noch ein bisschen optimieren kann. So unterwegs, als ich dann von Christin Radek gekommen bin, Richtung den Kralow-Mlün-Teich, war eine Strecke, da stand irgendwie ein Schild, was man auch übersetzen könnte, dass man dort nie lang gehen soll, also dass gerade gesperrt ist. Die Schilder sind schon ein bisschen verblichen. Insofern, ich habe es heute mal ignoriert, also war nichts, was da gefährlich aussah. Ja. Aber trotzdem, schöne Runde, mal nie so klassisch Elbsandsteingebirge, also Sandstein war heute wenig dabei, aber trotzdem, das kann man schon mal machen. Ja, so viel dazu und tschüss, bis zum nächsten Mal. Am späten Nachmittag genoss ich noch die wärmenden Strahlen der Sonne und die Ruhe dieses Herbsttages.